another dry, sun-filled week coming your way, Night City. But soak in that sun. There's a cold front moving in. Prepare for cooler conditions as we head into the weekend. Hallo? Oh, hi, V. Rufst du aus einem bestimmten Grund an oder willst du quatschen? Ersteres. Bin im Netz auf dein Jobangebot mit Swedenborg Riviera gestoßen. Oh, die Sache. Wow. Das hatte ich schon fast vergessen. Also, läuft das noch? Ich würde immer noch gerne einen Beitrag drüber machen. Wenn du also irgendwas über Swedenborg rauskriegst, roll ich dir den roten Teppich aus. Ich glaube aber nicht, dass du was findest. Könnte ein Versuch wert sein. Ich bin da ehrlich gesagt nicht besonders zuversichtlich. Aber wie du willst. Hab vor einem Jahr angefangen, Nachforschungen anzustellen, nachdem einer von Swedenborgs Anhängern Feuer in der Helvetia-Niederlassung gelegt hat. Hab versucht, ihn zu kontaktieren. Erfolglos. Habe einen Privatdetektiv angeheuert, der auch nichts rausgefunden hat. Und die IP, die mit dem Konto verbunden ist? Er hat sicher Demons verwendet, aber... eine Spur bleibt immer. Nicht schlecht. Wusste nicht, dass ich's mit einem Pro zu tun habe. Aber ja, das habe ich versucht. Konnte das Signal bis nach Santo Domingo zurückverfolgen. Aber eine konkrete Adresse gab's nicht. Der Distrikt ist gerammelt voll mit Einheiten, aber das weißt du sicher. Hab vor Ort Fragen gestellt. Natürlich mit dem nötigen Schmiergeld. Aber nichts. Keine einzige Spur. Verstehe. Hey, schick mir die Koordinaten vom letzten Datenterminal, über den das Signal lief. Ich seh mal nach. Schlimmstenfalls verschwende ich eine Stunde. Bestenfalls, naja, wer weiß. Na gut, wenn du schon fragst, warum nicht? Aber im Ernst, wie? Mach dir keine Hoffnungen. Viel Erfolg! Thank you.
Warum so besessen von diesem Sweden-Arsch? Meinst du, er verklickert dir den Sinn des Lebens? Hier, ich erspare dir die Mühe. Das Leben macht keinen Sinn. Mit dir in meinem Kopf nicht, stimmt. Und jetzt klappe, ich muss nachdenken. Das mit dem Nachdenken lag dir vorher schon nicht, aber schieb's ruhig auf den Kerl in deinem Kopf. Warte, warte. Psst. Ich will mich hier umsehen. Illegaler Router. Meinst du, der gehört Swedenborg? Das finden wir gleich raus. Signal stimmt mit dem überein, das Nancy verfolgt hat. Es streckt sich bis in die Badlands, wie ein Serverproxy. Sag mir nicht, dass du jetzt dahin willst. Nicht? Weil das totale Zeitverschwendung ist. Was interessiert dich, diese Sweden-Bratze? Zieht sich dumme Sprüche aus dem Arsch und die ganze Welt spritzt sich einen darauf ab? Die staatliche Gewaltenteilung seziert die Selbstbestimmung des Volkes. Was soll der Scheiß bedeuten? Hör nicht hin, wenn's dich stört. Oh, echt clever, wie. Ich kann mir ja auch nicht die Finger in die Ohren stecken und so tun, als ob ich nichts höre, wenn du das Maul aufreißt. Dann viel Spaß noch. Signal führt hierher und verschwindet.
könnte es sein? Vielleicht bei dem Laster. Scheint ja viel Wert auf Privatsphäre zu legen. Oh, dachte, du redest nicht mehr mit mir. Ist ja nicht so, als hätte ich eine große Auswahl an anderen Gesprächspartnern. Wird mir ja deine Erinnerungen reinziehen, aber ich will nicht über deinen Hippocampus feiern. Aber mach du dich nur ans Hacken oder was auch immer du sonst vorhattest. Bitte, lass uns vorankommen. Signal führt weiter zu einem anderen Terminal. Ich glaube, dich verarscht hier jemand wie. Folgst der Spur eine Weile, verbindest die Punkte auf einer Karte und am Ende wird ein Schwanz draus. Wird sich zeigen. Komm. Thank you.
Sieh dir das an. Selbst Night City kann von weitem schön aussehen. Schon, wo ist es? Vielleicht da oben. Fuck. Lass mich raten. Noch ein Router? Ich finde ja, das erhärtet meine Schwanztheorie. Und? Führt das Signal woanders hin? Yep. Hey, vielleicht ist das so eine Art Lektion von Swedenborg. Das Leben ist immer in Bewegung. Scheiß auf das Ziel. Der Weg ist das, was zählt. Naja, da wäre immerhin was dran. Verdammt nochmal, wie? Das ist doch Philosophie für Kleingeister. Hast du noch nie ein Buch gelesen? Nein, ich will die Antwort gar nicht wissen. Wo führt denn die nächste Spur hin? Zum Yoga-Unterricht? Oder in ein tibetanisches Kloster? Nein, zu einem Vergnügungspark. Aha. Wird ja immer besser. Die Spur endet hier. Soll das heißen, der Arsch versteckt sich irgendwo hier? Vielleicht. Oder wir finden noch ein Terminal. Mal sehen. Komischer Ort. Passt irgendwie zu dem Typen, den wir suchen, oder nicht? Warum? Weil das hier ein Sinnbild für Spätkapitalismus ist? Billige Unterhaltung für hirntote Lackaffen. Das meine ich. Riviera. Ha! Seht her! Seht euch den Propheten von Night City an!
Oh, das ist zu geil. Ein Philosoph in der Kiste. Hey, gib ihm ein paar Eddies. Ich will wissen, was er sonst noch sagt. Du wirst einen attraktiven Lobbyisten kennenlernen, wenn du am wenigsten mit dem Klassenkampf rechnest. Erfolg verdünnt die Essenz der Welle. Wie ist das überhaupt möglich? Ich habe keinen blassen Schimmer, aber scheiße wie. Wie abgefahren ist das denn? Das halbe Net dreht durch und geilt sich an billigen Weisheiten auf. Und das alles kommt von einer schäbigen Puppe, einem scheiß Glaskasten. Oh Mann, ich sag dir was. Diesen Moment waren die 50 Jahre Seelenknast echt wert. Ich will mal nachsehen, ob jemand an dem Ding rumgespielt hat. Dein Ernst? Meinst du, du hast es hier mit einer Puppe zu tun, die gerne ein echter Junge wäre? Guck mal, jemand hat Swedenborg ans Net angeschlossen. Worauf wartest du dann? Sieh nach, was du sonst noch rauskriegen kannst. Okay, also, wenn ich das richtig verstehe, hat jemand diesen Wahrsager-Bot gehackt, damit er nonkonformistische Slogans statt Prophezeiungen von sich gibt. Und hat das Ganze dann über mehrere Router mit dem Net verbunden, damit es keiner nachverfolgen kann. Absolut genial. Können wir rausbekommen, wer das war? Ich will ein Autogramm. Wohl kaum. Zum einen hat die Person keine Spuren hinterlassen. Zum anderen bist du tot, Johnny. Ah, stimmt. Hab ich bei der guten Laune ganz vergessen. Hey, wie? Lass das Ding an, okay? Keine Sorge, Johnny. Ich werde dem Volksphilosophen von Night City nichts antun. Na dann, auf Swedenborg Riviera. Lang möge er leben. Die Präventionsmittel gehören rechtmäßig dem kollektiven Unbewussten. Lass mich raten. Du rufst an, um mir zu sagen, dass du die Suche aufgegeben hast. Naja, nicht ganz. Wir haben was gefunden. Wir? Hattest du Hilfe? Nein, das war das königliche Wir. Jedenfalls gibt Swedenborg gar nicht. Bitte was? Ist eine Wahrsagermaschine. Reimt Sätze zusammen, die sich tiefgründig anhören. Jemand hat sie mit dem Net verlinkt und bepisst sich gerade vor Lachen. Scheiße, wie? Oh, die Geschichte ist ja noch besser, als ich dachte. Ich übernehme ab hier. Oh, und deine Eddies sind auf dem Weg. Danke und tschüss.